Geht los. Also du, ich dachte, wir wollen. Ich, oh, ich dachte, du willst doch mal gucken im Video, wo wir waren und jetzt vielleicht hin müssen. Nein, wir spielen jetzt hier das Spiel. Let's play, liebe Leute. Aber guck mal, jetzt kommen wir schon mal nicht rüber wegen. Keine Peitsche haben. Doch, die hat Utrecht. 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 Nein, das heißt, wir müssen jetzt Utrecht die Peitsche wegnehmen. Nee, wir können auch. Ich kann auch wechseln zwischen den Charakteren. Wie geht denn das? Geh mal da weg aus dem Menü. Raus aus dem Menü. Ach so. Oh, du bist ja clever. Da bin ich gar nicht gekommen. Ich weiß aber nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Ich vermute, warum sollten wir hier sonst sein? Ja, vielleicht sind wir da zurückgekommen. Auf dem Rückweg, weil wir auf dem Berg waren und da ging noch nichts. Oder wir waren auf dem Berg fertig und wollten irgendwo anders hin. Boah, ich weiß das überhaupt nicht mehr. Wir haben das zuletzt vor über einem Jahr gespielt. TTR. Ja, ja. Darf ich den Weihnachten jetzt schon anmachen? Nein. Gar kein Fall. Und auch unter der Prämisse, dass Weihnachten hier niemand ist. Ah ja, das ist doof. Und hinterher vielleicht? Alle? Na toll. Toll. Ja, stimmt, da könnte man Weihnachten vorfeiern. Doch, dann kann man den anmachen. Finde ich gut. Dann haben wir auch ein bisschen schöne Kerzenbeleuchtung hier, die über die Adventskanzel hinausgeht. Heute ist der 4. Advent. Ja. Nordöstlich von hier ist Meister Luna. Okay, dann jetzt? Dann müssen wir wahrscheinlich doch zurück. Und dann irgendwie außen lang. Oh, guck mal hier. Was ist das? Ist das ein Gegner? Ja. Ja, tatsächlich. Die waren doch eben noch nicht da. Hey, Gülleküken. Ja, ist wirklich so. Wir haben gut gelevelt, das erinnere ich noch. Ach, wir müssen ja die... Ach, das ist ja immer... Man muss ja immer die Waffen alle leveln, ne? Ja. Eigentlich muss man das nicht machen, weil diese Aufladeschüsse benutzt man eh nicht. Das stimmt nicht. Aber Endgegner sind die nicht ganz unwichtig. Dornwespe. Das ist bestimmt nicht die Dorn. Macht euch das Spaß zuzugucken eigentlich? Hängt vielleicht von unserer Performance ab. Was guckst du so? Ein Geister? Nein, nein, nee. Unsere Fans wurden gerade angesprochen. Es macht ja nicht mal Spaß zu spielen. Na, du bist aber auch nach 60 Sekunden schon wieder voller Hass. Hier, Utrecht, mit der Peitsche. Komm. Aber da kommen wir doch her. Wir sollen nach Nordosten. Kann man nach Nordosten können wir nicht. Gibt's hier keinen Nordosten? Und hier aus Das ist das Ende der Welt. Du hast mich immer korrigiert, wenn ich Utrecht gesagt habe. Urret heißt sie, ne? Oder Urret? Ja, nein, also wie man das jetzt ausspricht, ist... Ein Urret oder Uchret? Uchret. Okay, also Uchret. Dein Waffenlevel ist gestiegen, weil dich die Tulpe verzaubert hat? Ja, habe ich auch den Eindruck gehabt. Was? Ist das die Waffe? Nee. Nein, du musst nach unten oder oben drücken. Ah. Ah, das Ringmenü, ich erinnere mich. Tarantelkan, wie kann ich denn hier... Ach nee, ich muss nicht nach oben oder unten, weil ich muss erstmal meine Stats gucken. Ah ja, stimmt, da warst du ja. Wo sind die? Finden? Level? Nee, Level bestimmt. Handelklaue. Jetzt müssen wir gucken, wie viele Orbs da vorhanden sind. Fünf. Also kann ich die noch behalten, richtig? Ja, kannst du noch ein Level höher leveln. Hier ist der Wuka-Kater im Wukan. Ich glaube, wir haben eingekauft. Wir haben auf jeden Fall ganz viel Kram. Ja, das war das Letzte, was wir gemacht haben. Wahrscheinlich haben, weil ich glaube, wir waren oben, haben festgestellt, dass wir da nicht hin müssen und haben gesagt, ah, wir gehen aber noch auf den Wuka-Kater. Und dann war es das. Weil das speichern wir ja auch, richtig? Ja, gar nicht genau. Brauchen, weil wir haben hier eine Virtual Console. Das war Täter, da wo ich die nicht gesteuert habe. Die haben wir bestimmt auf Offensiv oder so eingestellt. Ja. Voll ins Gesicht getreten. Warte. Da fliegen die Federn. Was, wie findest du die Aussage, dass es mit zu den besten Spielen aller Zeiten gehört? Ja, das kann ich nicht verstehen. Also wirklich nicht. Auch nicht für damals so. Ich finde, das hat einen schönen Charme und so. Ich mag nicht mal den Soundtrack, aber ich finde so den Artstyle und so ganz cool. Und es war sicherlich fantastisch, dass man das damals zu dritt spielen konnte. Das glaube ich schon.
Wenn man so viele Freunde hatte. Wenn man so viele Freunde hatte, was nicht häufig der Fall war, wenn man derzeit schon Videospieler war. Napalm wär's. Vielleicht, wenn man irgendwie Brüder hatte oder so. So wie wir. Aber abgesehen von diesem Feature finde ich das Spiel wirklich eine. Und ich habe da, hast du es mir nicht auch mal erzählt, dass das auch so war, dass das Spiel eigentlich viel größer geplant war? Ja. Aber die haben ganz viel rausgenommen, weil Nintendo keine groß genugen Cartridges ausgeliefert hat. Böse, oh, Face bist du tot. Na super. Ich schieb die Kiste weg. Ah, cool, weil ich die Kiste weggeschoben habe, bestimmt. Ist hier. Mann, ey, also wieder mal muss ich mich versuchen, die Leute hineinzuversetzen, die. Das kannst du nicht tun, was du gerade tust. Ich kann ohne dich nirgends hin. Außer du drückst einmal Start. Guck mal, wie du überlebt hast mit einem Punkt. Achso. Warte, ich mach mal hier Zauber-Action, während du. Nee, wer heilt denn? Froster? Nein. Doch, der Froster heilt, ne? Aber wenn. Kraftwasser. Bielebuhl. Ich weiß es einfach nicht, aber wenn hier keine Gegner sind, spricht das doch dafür. Boah, 590. Spricht das doch dafür, dass du. Dass, wenn hier keine Gegner sind, dass wir hier schon drin waren, alles gereinigt haben. Ja. Bösen. Sollten wir vielleicht. Hast du gesehen, ich bin über die Tür rüber. Du bist die Axt. Ja. Sollen wir vielleicht nicht hier reingehen, ne? Nee, vor allem nicht, ja. Wenn wir unmittelbar vorher feststellen, dass wir hier nicht hin müssen. Das ist auch schnell nachwachsender Stein. Und das führt dazu, dass das Spiel offenbar nicht fertiggestellt wurde und sie alle relevanten Inhalte, dass es einfach nur eine Aneinanderreihung von Dungeons ist und man einfach nur Gegner tötet und Gegner tötet und Gegner tötet. Und die Story dazwischen haben wir jetzt nicht besonders prominent verfolgt, zugegeben, aber die scheint mir auch irgendwie ein bisschen dünn zu sein. Ja, und egal zu sein. Und auch so willkürliche Aneinanderreihung von irgendwas. Jetzt kommen wir bestimmt in ein Dorf und dann wissen wir, wo wir sind. Kann uns irgendjemand sagen, wie das hier heißt? Destinia. Was hast du hier zu sagen, alte Frau? Monster bewachen den Weg zum Gipfel. Ich hoffe, dass es Luna gut geht. Wer ist denn Luna? Haben wir den Zappergürtel schon? Ist das eine Waffe? Ja, in Destinia. Da sind wir schon viel weiter als gedacht. Ein friedlicher Ort. Dessen Bewohner jedoch auch bereits den Namen des Bösen erahnen. Das Nahen, nicht den Namen. Die wissen nicht, wie er heißt. Aber sie wissen, dass er kommt. Der Nachtpalast und der Weg hinauf zum Wahrsager Luna sind schon von Monstern bevölkert. Im Norden der Stadt besuchen die drei Wispeljährigen vorhin den Tempel. Komm mal bitte kurz starten, dann kann ich ja schon mit den Leuten quatschen. Der alte Mönch erklärt ihnen, warum Luna nun wieder auf dem Berg leben muss. Erst wenn er wieder rein im Herzen sei, dürfe er zu den Mönchen zurückkehren. Was mag Luna nur angestellt haben? Das ist alles nicht connected. Das ist jetzt irgendeine Story von irgendeinem. Naja. Die Menschen in Destiny hatten recht. Die Schicksalsberge wurden von den Monstern des Tantalus überrannt. Anhöhe für Anhöhe kämpfen sich die Abenteurer nach oben. Endlich am Gipfel angelangt, treffen sie aber nicht auf Luna, sondern auf einen unfreundlichen Typen. Den haben wir getroffen. Den Nachtpalast. Kann es sein, dass wir im Nachtpalast waren zuletzt? Nee, der lediglich bereit ist, ihm zu sagen, dass Luna im Nachtpalast zu finden ist. Genau, das hat der Mann mir gerade gesagt. Ja, das hätte uns auch dieser hässliche Frosch gesagt, bei dem wir gerade waren. In der Höhle, weißt du? Da oben auf dem Berg. Ja gut, erzähl ja weiter. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt geht's weiter. Die drei beschließen, erst einmal den Nachtpalast zu erkunden, damit sie Luna aufsuchen können. Durch eine Höhle erreichen sie den Palast, der von seinen Bauern besonders gut gegen Einzelnen geschützt wurde. Überall befinden sich Schalter, mit denen man Wände verschieben kann. Ein wahres Puzzle für gewiefte Forscher. Tja, wo ist die? Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Ah, weißt du, ich glaube, das ist da, wo wir eben waren. Ja. Und du bist dir ganz sicher, dass wir den Nachtpalast, den wir gesäubert haben schon. Ja, vielleicht ist er auch nicht gesäubert. Ja, vielleicht doch. Vielleicht haben wir das ja gemacht. Guck mal, den Sabberschleim. Den hatten haben wir schon gemacht, mal. Den haben wir gemacht. Ein riesiger Schleimklumpen. So, sofort befragt das Mädchen den Analysezauber. So, dann kommen wir in die Goldstadt. Mit Lufti landen die Mana-Helden auf der Goldinsel. Lufti! Warum? Lufti! Zufrieden mit den Helden übergibt das Element der Dunkelheit seine Kräfte an die Mädchen. Nein, Nocturns brauchen wir. Wir brauchen Nocturns Magie. Und wo ist der? Den kriegen wir, nachdem wir den Sabberschleim besiegt haben. Haben wir den doch noch nicht besiegt? Offenbar nicht. Fuck, ey, wir sind echt verloren.
Naja, dann müssen wir dahin, wo der Sauerschleim ist. Nocturne haben wir nicht. Oder hat aus irgendwelchen Gründen vielleicht Uchet Nocturne. Aber ist ja Quatsch. Also die beiden Mädchen. Beide Mädchen, ne? Jetzt nur noch den Samasaden. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Wir haben ihn doch. Nocturne. Ja, dann müssen wir nach Goldstadt fliegen, auf die Goldinsel. Okay, dann muss mir sagen, wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Soll irgendwie eine Karte sein. Eine Karte? Muss es geben. Ich werde mich jetzt erstmal nicht fortbewegen. Sonst sind wir lost. Das Land Mana vielleicht? Das Land, nein, ich dachte, wir müssen nach Goldstadt. Nein, hier, die Karte ist du? Goldinsel, Nummer 33. Und wo waren wir eben in Destiné? Das ist Nummer 30. Du musst jetzt 130, Nummer 33. Und 30 ist da in der Mitte. 33, da müssen wir hin. Und wir kommen von Destiné. Wir müssen nach Norden. Hier ist kein Kompass. Doch, jetzt. Doch. Ja. Nach Norden. Bist du. Hier sind Wüste, jetzt bin ich über Wasser, ja. Bist du in so einer Art. Irgendwas mit so einem Art hier. So ein Troll wird. Das ist irgendwie falsch. Aber fliegen wir weiter. Da ist ein Dorf. Ah, nee, die Wüste. Du musst doch zur Wüste. Zurück, also? Nein, nein, weiter geradeaus. Hier ist das Destiné gerade, wo du bist. Da bin ich doch gestartet. Hier ist die Wüste. Ja, fliegen wir die Wüste weiter. Also geradeaus weiter, ja? Ja. Stopp! Jetzt nach rechts. Genau, nach Osten. Und dafür müsstest du jetzt. Da müssen wir landen. Das ist die fucking Goldinsel. Die Leute und Brüder haben es geschafft. Nach 11 Minuten. Goldstadt, dachte ich. Ja, hier. Auf der Goldinsel. Das sieht auch alles sehr golden aus. Die Stadt trägt den Namen zurecht. Alles scheint mit Gold gepflastert. Sie verdammt wurden teuer. Die Goldfestung betreten, doch die ist verschlossen. Nicht mal König Midas weiß, wo der Schlüssel ist. Steht das ja wirklich? Ja. Aber ein Mann erzählt, er habe eine Spione mit dem Schlüssel zur Geldfestung gesehen. Goldfestung. Guck mal, sogar der Baum ist aus Gold. Alles ist aus Gold. Guck mal hier, der goldene Baum. Hier, ich zeige ihn dir. Da ist er. Goldener Baum. Krasser Baum. Und hier ist eine Wache, die sagt, hier wohnt König Midas. Tatsächlich, da ist er. Im Erdgeschoss. Das ist ein Hotel. Ja, den gehen wir. Wieso wohnt der König in einem Hotel? Sollte rein? Rein. Ja. Eine Nacht kostet 200 Goldmarken. Ja, klar, hier ist alles mega teuer. Ja, aber die haben doch so viel davon. Warum müssen wir uns denn schröpfen? Was ist denn Maria? Weißt du, was Maria ist? Was Maria ist? Ja. Name? Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ist das soll ein Ort sein, ja, oder was? Ja, offenbar. Es ist ein Ort. Oh, guck mal, das ist Lilly. König Midas ist sehr, sehr alt. Nee. Ob er schon sein Testament gemacht hat. Zurück zu Maria. Nicht nach Maria. König Midas ist zwar alt und hässlich, aber unglaublich reich. Und deswegen ist er, hängt sie da rum, oder was? Ja, weil sie versucht, an ihr Geld zu kommen, sein Geld. Ach, Rumkurs. Ja, wir spielen mal wieder Secret of Mana. Wir haben relativ viele Freunde gefunden dadurch. Wir gleich zur Südstadt zurück. Die Mieten sind hier einfach zu hoch. Ja, wir haben doch König Luftikus. Habt ihr etwas Gold für mich? Der will noch mehr. Guck mal, König Midas will noch mehr Gold. Was ist das? Das ist die Geschichte von König Midas, über die das sehr begierig ist. Halt Mana zu missbrauchen, sich diese Goldinsel zu schaffen. Halt Mana missbrauchst. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. Ich würde auch niemanden missbrauchen, für den ich Respekt habe. Du würdest niemanden missbrauchen, von dem du Respekt hast? Ja, also. Aber ich glaube, ich würde generell einfach niemanden missbrauchen. Wenn ich eigen. Mensch bist. Das ist eigentlich ein bisschen schrullig, aber das mag ich an dir. Aber haben wir denn jetzt hier irgendeine Aufgabe, weil du gerade schon gesagt hast? Ja, wir müssen zur Festung. Da darf niemand rein. Ja, wir gehen ja jetzt rein. Mir egal, was er sagt. Was will er machen? Rein geht's. Oh, zu. Verschlossen. Und jetzt müssen wir irgendjemanden finden, der uns sagt, wo der Schlüssel ist. In der Stadt. In der Stadt, alles klar. Vielleicht der Mann hier, der uns sagt, wir dürfen nicht rein. Aber hier ist der Schlüssel. Oh, noch hochkarätig. Ja. Hast du eine Ahnung, was Karat ist? Nee. Auch nicht. Es ist fast geschafft, übrigens, das Spiel. Wir sind gleich durch. Nächstes Video ist das letzte Video. Ach, Quatsch. Wir spielen Mana. Ist das wirklich wahr? Mhm. Mann, ey, weißt du, was du mir gerade für Hoffnung in mein dunkles Herz gesetzt hast?
dachte, du magst das Spiel. Ja, aber nicht so sehr, dass ich das lange spielen möchte. Ja, ist auch geil, mal wieder ein Projekt abzuschließen. Vor allem, das ist unser erstes. Ja, krass. Doch, dann hat ein Spion aus Tosnika gefasst, aber den Schlüssel hat man leider nie mehr gefunden. Und wir wissen, wo er ist, weil wir die Story so gut verfolgt haben. Wir müssen zurück nach Südstadt, also Luftikos rufen. Luftitrommel. Weißt du, wie ich da hinkomme? Ja, nach Osten. Straight und stumpf. Ja. Oh, der ist so riesengroß, der ist wie ein Pokémon. Pokémon sind nicht immer riesengroß. Nee. Viele von ihnen sind sehr klein. Ich hasse Pokémon. Stopp, hier irgendwo muss das schon sein. Irgendwo hier muss ein Ort sein. Da so vielleicht? Ja, dann sehen wir mal. Wir müssen nach Südstadt. Was ist Südstadt? Was weiß ich. Was? Wo sind wir hier? Rede mit uns. Heidi. Suchen wir Heidi? Nee, Maria. Maria. Wieso wohnt hier keiner? Hallo, wo sind wir? Willkommen in Nordstadt. Da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Südstadt. Gut, dass wir Luft hier haben. Ja. 27, 26. Aha, wir müssen noch ein Stück weiter nach Osten und dann nach Süden. Ab wo denn ungefähr nach Süden? Ziemlich bald. Hier. Jetzt nach Süden. Und da, genau. Das ist eine Stadt? Ja, das ist die Kanoni. Guck mal, das sind Kanonis. Also. Kannst du uns da hinschießen? Wir haben viel Kohle. Nicht in die Wüste. Nur auf die Trommel. Sollen wir Trommel werfen auf wen? Auf den Typen? Hier ist es zu leise. Was für ein Quatsch! Weil, das weiß ich nicht. Sonst es hat Lufti bestimmt arrangiert. Guck mal hier! Wahrscheinlich. Lufti hat das arrangiert mit der Trommel, weil er sonst keine Kunden mehr hat. Nein, ich glaube, die Kanonis haben das. Willkommen. Na, bitteschön. Guck mal, haben wir noch gut gefunden. Schneller als jeder andere Spieler. Speedrun ist uns sicher. Speedrun ist unser dritter Name. Nach unfähig für. Pong unfähig für Speedrun und Biber unfähig für Speedrun. Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel die suchen wir. Die suchen wir. Gut, dass wir das wissen. Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit. Ach, das ist ja verdächtig. Und woher weiß man das, wenn man keinen Spielberater hat? Das wurde irgendwann mal erwähnt, oder was? Ja, wahrscheinlich muss echt gut aufpassen. Nee, das ist doch richtig scheiße, oder? Dann hängst du richtig lange an dieser Stelle. Deswegen habe ich das Spiel auch niemals durchgespielt. Ab da, wo ich Lufti hatte, wusste ich einfach nicht mehr, wo ich hin muss. Ja. Der Imperator, ich meine eine Tasse. Überhaupt nicht in der Hand. Ein Monsterarmee im Schloss. Naja, gut. Ja, ich glaube, da bist du richtig. Hi. Oder ist das nicht der geheime Durchgang nach Nordstadt? Guck mal. Nee, das ist falsch. Aber gleich mal Kloppe gehauen. Hier waren wir schon mal, ne? Also irgendwie das mit dem Code erinnere ich. Ja. Weißt du irgendwo, Maria? Ja, das hat man schon erfahren. Da hier war schlafen. Aber vielleicht ist sie auch, vielleicht gibt es hier auch einen Keller oder oberes Stockwerk. Ja. Ja, oberes Stockwerk, guck mal. Nee, keine Maria, nur tanzen. Warum tanzt der immer so? Ja, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Da ist eigentlich schiefgelaufen in der Erziehung. Vielleicht noch ein Bier? Hast du schon Bier weg? Ich hab Bier noch nicht ganz weg. Ich muss die ganze Zeit steuern, während du in Ruhe lesen und trinken kannst. Ja. Hm. Habe ich mit diesem Mann schon gesprochen? Ja, habe ich. Das ist der mit der Monster. Das Video ist vorbei. Ist das wahr? Ja. Wollen wir Maria offscreen suchen? Ja. Okay, dann müssen wir aber dann einschalten, wenn wir sie gerade gefunden haben. Ich rede noch mit dem Mann, weil der schöne Haare hat. Nur Verrückte. Mit dem habe ich auch schon gesprochen. Ah, nee, da habe ich noch nicht gesprochen. Jetzt wissen wir, Maria ist auch verrückt. Bis bald.